Hallo. Ja, Hi. hi. Willkommen. Wir spielen eine Runde Codenames und Johnny hat sich verklickt. Deswegen haben wir in unserem Team zwei Geheimdienstchefs, aber es wird schon gut gehen. Und Sean, Okay. Ulti spielt das Spiel zum ersten Mal. Das heißt, man will ein paar Ulti, Sachen erklären. Ulti. Ich Hey weiß nicht mal, Leute, wie wir das jetzt Ulti. machen sollen. Hat er Ja, eine halbe Stunde ich bin der komplette Noob Müssen wir jetzt, uns jetzt aber ich check das. absprechen oder was? Seid ihr Nee, noch eine wir halbe dürfen Stunde? uns nicht absprechen. Seid ihr Ja, abwechselnd dran? aber was Ja, genau, könnt ihr passiert? jetzt beide ein Wort schreiben, Aber ihr oder? könnt doch an. Könnt ihr nicht anvisieren oder quasi gegenseitig mal das nehmen und das nehmen oder so? Könnt ihr nicht Na, draufklicken vielleicht? einer von euch beiden musst du jetzt ein Wort eingeben, oder? Oder beide? Ja, Ich ich kann. bin gerade, ich bin Stell dir vor, gerade. jeder darf ein Wort eingeben. Ja, Was ich darf auch. Morgi und ich dürfen das gerade beide. Nee, was? Wirklich? Ich darf es auch gerade eingeben. Na, was du Was? meinst. Ja, deswegen frage ich mich, was jetzt passiert. Vier Oh, schlimmste ich versuche mal, ich Emoji. versuche einfach mal. Ich, Okay, vielleicht okay. müssen wir nochmal Emoji neu weg denn. machen. Okay, ja, Mach einfach warte. mal das. Ah, ja. Okay, ich habe jetzt kann ich Überfall nicht mehr. Okay, pass auf. Das ist Ich ja kann ganz jetzt nicht mehr, einfach. Morgi. Ja. Ich bin für Schalter und Bank. Weil am Also, Bankschalter ja Bank bin ich überfällt. dabei. Aber wollen wir noch ein bisschen umschauen? Also, ich sehe deine Logik bei Schalter. Aber gibt es da irgendwas anderes bei Überfall? Ja, reinscheißen. Nein. Was ist. Tasche Ja. vielleicht? Bombe? Hast Ja, du. Tasche, Hast, Bombe. Johnny, hast du unsere Wörter wieder drin? Nee, ne? Obwohl, Bombe Ich ist ein hab das nicht bisschen geöffnet. Overkill bei Bombe finde ich Überfall, auch ne? toll. Also, ich glaube, die gehen auf Bankschalter. Und deswegen Nein. Überfall, weil du gehst ja das Bankschalter überfällst ihn, verstehst du? Ich mein, bei Bank bin ich voll bei dir. Wollen wir sofort Ja, auswählen? dann nimm mal Bank. Okay. So. Aber bei Schalter Oder war kann man ich. noch was aus. Madonna könnte man überfallen? Das könnte man, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Ne, Jäger nicht. Ja, Gab es Bombe nicht ist mal vielleicht so welche extrem, mit ansonsten Buben? Tasche. Mit Bube? Also mit euren Wörtern? Ja, wenn Also ja, Johnny das ist aufmacht. aber bei Johnny gewesen, aber Ach Hoki hat den Raum so. aufgemacht, ja. Okay, Tut ja, mir ist doch was leid. Die waren eh scheiße, also alles gut. Wollen Ja, warum wir den scheißen die ohne? Schalter? Sack vielleicht? Ja, aber du klaust doch keinen Sack, aber ein Du Überfall war Sack! mit deiner Tasche Wie und hast du einer Fully Bank. genannt? Also ich würde Schalter sagen, aber Ich du sagst meine. Tasche, machen wir Tasche, bin ich auch für. Okay, komm. Ich hoffe, ich scheiß nicht rein. Ich will. Oh, shit! Yes! Hast du nicht gesehen, was ich Nein! ausgewählt habe, Johnny? Nee. So, jetzt siehst du an einem ganz guten Leider Beispiel, nicht. Sean, dass die dumm waren und ein Oh. rotes Wort ausgewählt haben. Okay, also quasi eins mein für uns. Ach Okay, so, genau, wir Sean, haben jetzt einen Punkt übrigens. bekommen wegen dir. Okay, wir können Neben uns unserem ja aber so ein Team. bisschen privat Ja. schreiben. Zahl. So auf Und süß. Und die Zahl, die müssen wir runterspielen quasi. Bei 0 hat man ich 0. schreibe Johnny Ja, wir mal. haben noch 7 übrige Wörter quasi. Okay. Okay, und ich habe Also, auch einen wenn Hoki Hinweis. stark ist, dann macht Hoki jetzt einfach ein Wort, schreibt die Zahl 7 dahinter und wir machen alle richtig. Das wird leider nicht passieren, aber ich kann leider nur höchstens zu 2 anbieten, Okay. aber ich glaube, sie ist safe. Deutschland. Ja. Okay, was geht's bei Holland. Deutschland? Also, Okay. das ist voll Was einfach. mir direkt ins Auge schießt, ist bunt. Ja. Und Aber was Reim. ist mit. Fully, Aber das was ist ist das mit Gegnerteam. General? Fully. Ja. Ja, Ja, Fully. aber Fully will hier trotzdem. falsche Fährten Fully, auf. ihr spielt Oh, zum ersten Mal. General? Lass sie doch mal. Auf die Falsche Hand klicken Fährten. war markieren, ne? Oder auf die Karte klicken war markieren. Nee, auf die Hand klicken ist sofort nehmen. Auf die Karte klicken Ja. ist markieren. Und ich Okay, habe das okay. Gefühl, du verarscht. Nee, das Ich ist. Nein, auf die Ich Hand klicken glaube, ist Ricky hat alles recht. auswählen. Das stimmt schon. Ja. Wäre ein Ich bisschen dachte jetzt. witzlos, wenn das kleine Symbol das zum Markieren wäre. Ja. Okay. Okay, ja, also rein und bunt sind mir direkt ins Auge geschossen, aber was gibt's denn Ja. noch? Was Der gibt's denn berühmte noch? deutsche Igel. Der Jäger? Was mit Hubschrauber? Die gibt's auch und die werden in Deutschland nur hergestellt, natürlich. Das Ja. sind Holland. Beutegreifer. Der Ja, Schneider. ich weiß nicht, so generell, das meiste gibt's auch Dutch in Deutsch. Deutschland. Ah, das ist jetzt nicht typisch deutsch. Die Titanic ist von Hamburg losgefahren, ne? Ja, Ja, das ist wahr. die ist aus. Die wurde damals Gott von ist ein Jason deutsches Wort. Titanic gebaut. Gott ist ein deutsches Wort. Stimmt, die haben wir nicht so oft. Okay, Sean. Wollen wir Ja. schon mal meinst du, trauen wir uns bunt zu nehmen? Also, ich bin mir bei bunt sehr sicher eigentlich. Okay, dann klick auf die Hand. Nein, Ja! also doch, wir sind rot. Okay, Ja, ihr seid rot. Okay. Ja, wir sind Ja, Junge, schaut das Leben kurz. Ich Okay, dachte, soll ich rot denn? wäre auf der Seite reinnehmen. Es kann Oder. natürlich auch Holland sein, weil das natürlich Soll ich. neben Deutschland liegt, ne? Aber wenn der Rhein Ja. nicht stimmt, dann habe ich reingeschissen. Nee, so soll ich Der auch Rhein rein? fließt nicht nur in Deutschland, ne? Das weißt du, ne? Ja, das ist natürlich wahr, aber. Japan? Er fließt auch viel durch Fließt auch Deutschland. in Deutschland. Japan? Da fließt der Rhein nicht. Bist du Und dir sicher? dann fließt er doch irgendwo rein in die Gegend, oder nicht? Ja, sicher. Da endet er. Ja. Also ich durchforste gerade die anderen Wörter und also es muss Ja. eigentlich rein sein. Also sonst Ja, bin ich rein schockiert. da, sage ich. Rein in den Aal, ja.
Ja, ja, natürlich. Ja, jetzt kannst du auf Raten beenden klicken und dann sagen wir... man kann immer noch eine Karte mehr machen, als angegeben wurde. Also wir hätten jetzt einfach noch Schneider raten können. Aber ja, deswegen macht man Raten beenden. Okay, also John und ich haben ein bisschen geschrieben. Er meinte, doch, wir schummeln. Und ich denke, das ist ein guter Ansatz. Worauf wir uns... Ich will es kurz so erklären, bevor wir jetzt sehr ewig schreiben darüber. Ich meinte, dass dann, wenn wir uns schreiben können, was er gemeint war, ist, nachdem man das Wort geschrieben hat. Und der Unterschied so davor ist, dass ich das Gefühl habe, wir sollten nicht zu viel miteinander dann uns gegenseitig Tipps geben, was wir für Begriffe nehmen könnten. Weil es mir mehr einfällt, als ich jetzt das schon, allein. Das schon, oh, aber so. Deswegen würde ich sagen, wir sagen nur erst im Nachhinein, was wir gewählt haben, ach dann so, den anderen. Ich dachte, ihr denkt für euch selber nach und sagt dann am Ende, jo Johnny, ich glaube, ich habe eine Idee. Und dann sagt Johnny, okay, dann mach du. Ja, wenn ihr euch im Geheimdienst austauscht und das geheim macht, finde ich das auch jetzt. Aber von mir aus könnt ihr auch euch austauschen. Ihr seid ja ein Team in der Hinsicht. Ja. Auf jeden Fall ist Johnny dran. Wir wechseln auf jeden Fall ab. Wir sind Team, aber Johnny ist dran. Der ist dran. Er ist ja auch dran. Mach irgendwas Schweres auf Hard Mode. Der Johnny, der muss jetzt was machen. Weißt du, wir sollten Schalter im... Zünder. Ja, Bombe. Ja, Bombe. Safe, oder? Oh. Und... Na, ist ein Zünder, das ist natürlich auch ein Schalter, ne? Ein Gehirn, weil das ist eine zündende Idee. Stimmt. Aber erstmal machen wir Bombe. Mach mal Bombe. Bombe? Und dann machen wir Schalter. Vielleicht hat Warte. Ja? Generalzünder? Nee. Jetzünder, Kammzünder, Hollandzünder. Das ist ein Waschmittel. Nee. Ich glaube wirklich, ist es Schalter. Ja, der Schalter ist der Zünder, weil du Schalter drückst. Das ergibt Sinn. Ja, dann drück drauf. Ja, mach ich. Nice. Vor allen Dingen wollte Ricky nicht in der ersten Runde schon Schalter? Ja, ich wollte schon Schalter wegen Bankschalter. Er hatte vollkommen recht. Das war mein Fehler. Ja, stimmt. Das wollte er davor schon nehmen. Ja. Er hatte vollkommen recht. Das war mein Fehler. Und wollt ihr noch weiterraten? Oder? Wollen wir noch gut Glück einnehmen? Was hältst du von, wie stehst du zu Gott, Ricky? Also, boah. Das wäre witzig, wenn es jetzt das schwarze Wort wäre und Morgi. Morgi rastet gerade und Morgi schmeißt alle. Schwitzen gerade, sich tot. Nee, ich schwitze nicht. Ist eigentlich relativ kühl hier. Okay, können Leute mit Glatzen überhaupt schwitzen? Nee. Ich habe noch nie eine Schwitze mit Glatze gesehen. Das habe ich schon fast gedacht. Ey, Blau, beim Blauen, wie findet ihr so die Wörter? Ist es wirklich eher so eine Easy-Runde oder eher so echt schwer? Du bist Blau. Nee, ich bin schwarz, also rot. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich meine, Johnny hat ganz schön rausgehauen. Ja. Johnny ist am raushauen. Ja gut, ich try mal was. Außer halt der eine Fail hier, ne? Mach ein Easy-Wort. Es ist so schwer, du glaubst gar nicht, wie unfassbar schwierig diese Runde gerade für uns ist. Jetzt hat die Schnauze, okay, mach mal. Was soll denn das? Ich überlege gerade, was ich am besten machen könnte. Die Sache ist, sehr viel überschneidet mit Dingen, die entweder rot sind oder neutral. Und ich bekomme hier auch nicht ganz den Überbegriff zusammen bei mir gerade. Das ist auch immer sehr gefährlich. Ja, Hockey, ich glaube, du unterschätzt uns. Ich glaube, wir sind schlau genug. Nee, Short, ich glaube, ihr denkt euch schon genau richtig. Oder schon? Aber ich meine, Maeve und ich sind auch so ein Dreamteam, würde ich behaupten. Ja, auf jeden Fall. Mach irgendwas und wir finden das. Allein bin ich schwach, aber mit Sean kann ich nichts ausmachen. Okay, war schon früher so und ist heute auch so. Oh, ich hab was, ich hab auch was. Ja, stimmt. Locken. Oh nee, Hockey, das kann ich nicht. Okay, Locken. Schneider. Ja, ein Igel hat Locken. Brüche auch. Hast du mal Sonic gesehen? Also Kamm auf jeden Fall, ne? Ich weiß, welche zwei er genommen hat. Aber Maeve, Locken, Haare kann sein, aber auch Locken im Sinne von anlocken, vielleicht Jäger. Weil ja, aber der Jäger lockt den Storch. Ja. Vielleicht kann es echt ein Tier sein mit Anlocken. Wusstet ihr eigentlich, dass Locken die Hauptstadt von Japan ist? Das ist korrekt. Ich bin der Geografiemann. Sean, du kannst auch so Sachen markieren, falls dann. Ja, aber ich glaube so nicht, Dinge, wo du denkst, dass du die gut finden würdest. Ja, nee, ich glaube aber nicht, dass es anlocken ist. Ich glaube, ich würde auch eher so mit Kamm gehen, auf jeden Fall. Und was sonst noch? Ja, so ein bisschen seine Haare kämmen und meine Haare sind lockig. Aber. Sonst meint er auch locker. Oh nein, das kann halt. Na, wohl, nee. Warum redest du eigentlich? Wir dürfen reden. Die Geheimdienstchefs dürfen nicht doch, reden. Doch, klar, ich darf jetzt auch reden, aber ich darf halt nichts dazu sagen. Hey, Jonas.
Ich überlege, ob ich also, drei Begriffe machen will nächste Runde. Also ich sag mal so. Chill, mach nicht. Oh, mach das, Morgi. Den Kamm locken wir ein. Ich würde den Kamm. Ich würde den Kamm machen. Okay. Okay, der Kamm ist da. Kann ich irgendwie vor die Schneider schreiben, irgendwie so? Schneider kann man ja auch so sagen wie Friseur, ne? Vielleicht ist für Hockey ein Friseur auch ein Schneider. Oh ja, dabei, da wo Hockey herkommt, sagen alle Leute zu Friseur immer Schneider. Ja, also ich glaube, ich würde Schneider auch wahrscheinlicher nehmen als Jäger. Deswegen, lass Schneider machen. Lass Schneider machen. Fuck! Okay, pass auf. Seid ihr dumm? Ja, ist also wo nennt man Friseur Schneider? Wo ist das? Also noch nie in meinem Leben. Mann, der schneidet. Pass auf. Ja, oh, es war Jäger. Nein, es war Jäger. Ich stelle mir so ein Locken oder was? Ja. Es war Jäger. Wir wissen beide, was mit Locken gemeint war, ne? Ich denke schon. Gut. So, was denn? Digi, kümmere dich doch mal darum. Hubschrauber-Captain. Ein Titanic-Captain. Ja, Titanic war nicht klar. Hubschrauber als erstes. Nee, Titanic. Ja, und Titanic General. Ist safe. General sehe ich auch, aber wollen wir als allererstes Titanic reingehen? Mach erstmal Titanic, ja. Okay. Und dann glaube ich der General als nächstes. Warum? Ja, jetzt macht er nicht alles Ja, doch, ich sehe es. Ja. So, und jetzt der Hubschrauber. So, was als letztes? Hubschrauber-Captain? Ich nehme das jetzt ich meine, das hat was mit Militär zu tun. Du hast voll die Runde versaut, jetzt bin ich dran. Ja. Mit Versauen. Okay. Ja. Okay. Ich wollte auch Holland vorschlagen. Oder so, oh ja, okay. Du hast recht mit Holland. Ja, Ricky geht das immer zu langsam, dieses Spiel, deswegen haut er immer raus. Das muss richtig so. Nein, wir machen die gute jetzt. Sache ist, ich dachte mir schon, der schafft 2, dann dachte ich mir, beim dritten, im schlimmsten Fall neutral. Ja, ja. Es könnte schon mal laufen, ne? Sagen wir mal so. Ich bin im Kopf immer noch bei Locken. Was könnte noch Locken sein? Wegen Japan. Rinde. Warte, weißt du. Oh mein Gott, Johnny. Ich weiß. Wie, was? Tut mir leid, Polizist. Das haben wir aber jede eine Runde versaut. Ich kann immer noch nicht glauben, dass bei Locken. Das ist nicht versaut, das war neutral. Ihr habt 2 Wörter erraten. Ja, stimmt. Das war doch keine versaute Runde, hä? Falle. Falle. Wieso haben also Jäger auf jeden Fall. Ja. Jäger, okay. Und Japan, Falle. Weil sie in die Abo-Falle geraten. Aber was ist mit der Rinderfalle? Das Jamba-Spar-Abo war tatsächlich eine Kopie von einem japanischen Unternehmen. Abfall, echt? Falle? Ja, das ist Falle, Abfall. Abfall. Solltest du das Jamba-Spar-Abo mal ein Video machen? Das Ding ist halt, ich würde jetzt meinst nicht du? Auf Abfall setzen, aber runter? Was denn sonst? Blätter fallen nur, aber fallen nur? Fallen Wolke. Eine Giftwolke ist eine Falle. Aber nein, überleg doch mal bitte. Das Ding ist, es kann ja auch um Geld fallen gehen. Ricky labert die ganze Zeit. Ja. Und das Ding ist halt, wir haben noch einen bei Locken, oder nicht, Mate? Ja, aber für Locke vielleicht Lockmitteljäger halt, ne? Ja, also aber was ist mit das, sind jetzt zwei, das sind jetzt zwei, die auf Jäger machen. Locken und Falle passt beides. Deswegen, ich würde die Jäger auf jeden Fall... Gehen wir schon mal rein. Vielleicht Madonna. Wegen Catfishen oder so? Mit Madonna wegen Catfishen? Kennt ihr die Jägerfalle? Komm schon. Vielleicht, vielleicht... Weil wenn man eine Falle stellt, dann fängt man irgendwas... Igel macht ja Sinn, von ihr die Fresse. Dann fängt man irgendwas in einen Sack. Ich habe vom Igel gesprochen. Denkst du Igel mit einer Falle, Jäger, Ricky? Ja, Jäger muss, okay. Ja, also ich kaufe ihn meistens immer bei Edeka, aber das war's dann auch. Okay, das ist der Matt-Igel. Ach so. Ricky ist ein Matt-Igel-Typ. Also, theoretisch... Ich würde Abfall sagen, wegen Fall... Theoretisch könnte es auch irgendein Tier sein mit Storchigel, aber warum, was hat genau das Tier mit einer Falle zu tun? Ja, also oder mein Fallen wegen Blatt. Ja, der fällt. Ja, hab ich auch schon gesagt. Das Blatt fällt. Oder fällt. Oder Abo-Falle mit Gott. Nee, also die beiden, die ich wirklich am ehesten sehe. Trennst du die Kirche bei, bist du eine Abo-Falle. Ricky ist wirklich so ein bisschen, als ob er gerade einen Kaffee getrunken hätte, ne? Und er ist auch ein bisschen so gerade Schallplatte. Digga, er sagt jetzt halt so 10-mal dasselbe. Schaut sein scheiß Spiel nicht runterladen konnte, ich hab Energie, Mann. Ja, lass Abfall machen. Ich hör auf dein Bauchgefühl, lass Abfall machen. Nicht okay, Rinderfarm, Rinderfalle? Wegen dem Rinderwahn? Ja. Oh, Rinderfarm. Let's go. Meintest du das damit, Hockey? Aber jetzt ist die Frage. Der, wenn du es damit meinst, dann muss ich mal sagen, also Schiebung schon so ein bisschen? Schon.
Wegen Fall. Ja, einfach ja, mal. Das ist einfach nur das Wort. Soll ich das jetzt beantworten oder warten bis zum Ende der Runde? Ja, machen wir. Ich meine, du hast schon jetzt geschrieben. Ja, weil es unser Wort ist. Ich meine, das ist nicht ganz klein. Also du meinst, weil es da drin steht in dem Wort? Ja. Ja. Ich meinte das nicht damit. Okay. Ja, ich habe schon. Okay, ja. Okay. Wirklich Hockey? Meinst du wirklich? Überschall. Yeah, oh! Safe. Das ist ja. Ich habe da nicht mehr drüber nachgedacht, aber was soll es sonst sein? Überschall? Ja, man könnte. Igel. Sonic. Alter! Ja, was denn sonst? Wie schnell er das angeht. Johnny. Keine Zweifel, dieser Mann. Und jetzt hat er einen Johnny, ist ja. Die Nervenkitzel. Oh Gott. Ich meine, die zwei Wörter zusammenzubringen wird dumm. Also. Nur zwei Wörter zu machen, weil eventuell gewagt. Ich machen, dass wir zwei rein. Sei ein Genie. Das ist unglaublich. Das war doch gut, dass ich beendet habe. Ja, wir haben noch ein Wort. Aber pass auf, ich hätte jetzt einfach Madonna gesagt wegen Überschall. Also wegen Musik, so Schall. Aber wir hatten doch nur zwei Wörter für Schall. Ja, ihr hattet nur zwei. Aber mir ist gerade aufgefallen, die haben jetzt auch nur noch zwei insgesamt. Übrigens heißt, wenn Hockey dieses Wunder geschehen lässt, dann. Also wir müssen, in jedem Fall müssen wir jetzt zwei machen. Dann gibt's aber auf dem Sack. Ja. Wir machen hundertprozentig zwei, egal was passiert. Ja. Deswegen, Hockey, du musst jetzt einen raushauen. Kein Stress, Hockey. Es liegt jetzt quasi alles an dir. Du kannst einen safe machen, die anderen raten wir einfach. Also Mogi, du kannst dir gerne schreiben, wie du die drei zusammengefasst hättest. Und uns fehlt eh noch einer. Also entweder nee, ich, oder ich wüsste es auch nicht, Johnny. Naja. Gefährlich. Naja, was ist gefährlich? Ich habe ja wenigstens geschafft, dass die zwei bekommen. Ja, die zwei waren so gut. Die waren gut. Die waren gut. Ich meine, ihr habt es instant erraten. Sogar Ricky. Mhm. Nee, ich nicht. Ricky war dabei. Ich habe meinen Fehler wieder gut gemacht. Voll dir einfach irgendwo drauf. Ja, stimmt. Ricky meinte Überschall, Schall wegen Madonna. Ja. Ja, ich habe einfach gemacht, das wird schon stimmen. Ich habe gar nicht an Sonic gedacht. Der ist ja ganz schön schnell, der Typ, ne? Ja. Aber das spricht doch dafür. Fully, du bist schon ein Nerd, dass du bei Eagle direkt an Sonic denkst. Hey. Ja, schon krass. Ich frag mich echt, ob wir hier Nerds. Nee, er ist ja auch Furry, das darfst du nicht vergessen, ne? Haben wir hier irgendwelche Nerds? Nerds. Ich hasse Nerds. Ja, ich auch. Hockey? Nicht so gut. Fully hat bestimmt bei Volker auch an Cloud gedacht. Das Ding ist, ich wollte eigentlich noch bevor 2024 anfängt, das Spiel beenden. Also könntest du das auswählen? Oh mein Gott, Alter. Stell du dich mal hin und hast zwei Wörter, die überhaupt nicht miteinander zusammengehören. Ja, aber du kannst überlegen, während wir dran sind, das weißt du, ne? Ricky ist heute. Ja, eure Runde ist noch immer nach einer Sekunde zu Ende. Was soll ich denn überlegen, hä? Das stimmt eigentlich. Ricky hat die ganze Zeit all seine Sprüche aufgespart. Ja, Mann. Okay, ich sag mal, Mann, es ist halt wirklich unmöglich. Aber ist okay, dann mache ich irgendwas. Mach einen safen und der andere wird gegambelt. Ich meine, Okay, dann ist das so. Ist nicht unmöglich, aber schwierig. Schon sehr. Fällt dir irgendwas ein dazu? Mogi findet einfach wieder ein Wort. Ich weiß nicht. Müsste ich länger nachdenken. Hab jetzt nicht also die Zeit. Ich kann jetzt einfach eins machen, oder? Ihr habt ja immer einen zusätzlich noch, oder? Also wenn du eins machst, habt ihr verloren. Nee, wir können noch einen raten die danach. Die können noch einen raten. Achso, okay. Ja. Gut, dann machen wir noch einen schwarzen Begriff finden. Viel Spaß. Ja, okay. Ja. Okay, das ist. Warum hat denn Ricky nicht Madonna genommen? Pass auf, ganz kurz. Laut, der meinte Madonna das mit den Locken. Ich wollte gerade sagen, die meintest du mit Locken, ne? Oder ist. Darfst du Jäger sagen, manchmal mit Locken. Oder ist Tom Holland Jäger, auch eine Sängerin? Nein, der Jäger lockt Tom Holland. Tom Holland ist eine Sängerin, ja. Maeve, ich mach, also das ist safe, ne? Ja, mach mal. Okay. Ich hab grad schon Angst, dass ich Holland nehme. Welches Wort konnte er nicht mit Madonna verbinden? Eigentlich alle, ne? Ja, erstens das und zweitens. Und zweitens, Maeve, wir haben doch noch einen nicht, oder? Wir haben doch entweder bei Falle oder bei Locken einen nicht, oder? Wir sind doch einen quasi behind. Ich schaue, bei Locken haben wir. Jetzt schon verstanden hat einfach. Bei Locken war Jäger ja, und ja, das ist schon fortgeschrittene Taktik da gerade. Man kommt schnell auf die Versäumnisse und zu gucken, ob man dadurch drauf kommt. Genau. Ist echt schlau, der Typ. Was hat irgendwas mit Fallen oder mit Locken zu tun? Sack. Aber das habt ihr doch geredet, das habt ihr doch gelöst. Nee, oder? Doch. Also, wenn ihr es gelöst habt, bringt das natürlich. Locke war gelöst, glaube ich. Aber beide? Das war ja also Jäger. Wir haben bei zwei Zweierwörtern nur drei Wörter gelöst, oder? Nee, jetzt Madonna hat sowohl Locken als auch ist sie abgefallen. Deswegen ich bin ziemlich sicher, mit Locken meinte er Jäger und Madonna. Fell off. Mit Locken hat Madonna. Okay.
Ja. Hast du noch nie Madonna gesehen oder was? Ja, doch. Scheinbar nicht. Ich bin Mensch, die, ich die ist 70 Jahre alt. Ja, okay, auf jeden Fall. Ja, wo ist die 70? Wie alt ist die jetzt? Das muss ich gucken. Die ist echt 70. Ich glaube 70. Ja, okay, Ding ist 70. Das 65. Ding ist halt, ja, okay, wenn jetzt wirklich, wenn man darauf wirklich nicht schließen kann, müssen wir jetzt hardcore raten. Okay, mein Tipp ist Sack. Yeah, so sieht's doch aus. Moment, Morgi freut sich zu sehr. Warum? Das stimmt doch was nicht. Das Ding ist halt, Maeve, ich glaube, Gott steht uns bei. Mashallah. Aber wenn es jetzt wirklich Sack ist, ich will es nicht verantworten, deswegen lass einfach Sack machen. Und wenn es Gott ist. Mach den Sack. Aber Morgi hat sich sehr gefreut. Dann muss es Maeve verantworten. Meinst du, er ist so gerissen, dass er beim richtigen Wort jetzt einfach loslacht und so tut so? Ja, oder, ja, ist vielleicht er so ist gerissen Ziel? Oder hat er nicht dran gedacht, dass er es verriet vielleicht? Oder fand er einfach nur den Spruch mit Sack lustig? Ich glaube, Morgi fand einfach nur Sack lustig. Okay, nee, das klingt nicht. Er findet ja auch Hodensäcke lustig, das stimmt. Sack ist neutral, dementsprechend. Ich helfe euch doch nicht. Wie? Oh, let's go! So. Ob ihr zu zweit ein Wort schafft, ich weiß ja nicht. Es war Gott. Morgi, möchtest du? Ja, ich mach mal. Wenn es Gott war, bist du der Sieger der Herzen. Nein! Warte, Jesus, stopp! Nein, was denn? Stopp, könnte auch Japan sein. Wir haben es beide nicht richtig. Jesus hat auch... Hockey, warum hast du nicht Note? Vicky, oder wir Noten haben doch nur noch ein Wort gemacht. Übrig, als ob wir da so ein Rätsel draus machen. Bei Blatt und Madonna? Ach, wegen Notenblatt. Oh, lol. Okay. Ja, ich hätte Musiknote geschrieben. Verstehe ich, okay. Ja. Man muss aber auch sagen, ich wurde komplett unter Druck gesetzt. Ich wurde die ganze Zeit zu viel labern, dass ich nachdenken musste. Ich will innige ich kann das absolut verstehen. Ich will Geheimnischef sein, bitte gleich. Ich wollte aber übrigens nochmal anmerken, dass ich bei Falle wirklich, also ich meinte Blatt und Jäger damit. Ich meinte nicht Blatt? Fall. Ah. Ja, wie man es fällt. Dachte, und ich wollte nicht Fallen hinschreiben, weil ich so viel bei Fallen denke, ich an die Falle. Ein Blatt fällt vom Baum. Ja, wow. Ich will uns auch nicht zu sehr loben, aber das war ein bisschen unfair für Hockey, denn Johnny und ich, wir hatten wirklich gute Geheimdienst-Chefrunden. Meine waren wirklich schwer. Kann ich nur zurückgeben. Aber ist okay. Das war ziemlich, ich meine, wir haben fast gewonnen, ist okay. Gute Arbeit, Ricky. Ja. Danke, gute Arbeit, Polly. War knapp. So, Ricky will Geheimdienstchef sein. Ich darf Geheimdienstchef sein. Neue Teams. Und Stollen. Braten, Auflauf, Sieger, Weide. Das sind ein paar Weihnachtswörter. Oh Mann, ich mag die Weihnachtswörter. Die sind so süß irgendwie. Oh, das ist ja fast cool. Weihnachtswörter, oder? Früher war aber schon ein bisschen mehr Lametta, oder? Oh, aber was, wenn man jetzt als Tipp Weihnachten eigentlich... Ja, ich denke, da musst du halt. Okay, können wir kurz. Weihnachten steht doch da. Es kann natürlich sein, dass ich dumm bin, das kann ich nicht ausschließen, aber was hat die Mine mit Weihnachten zu tun? Es sind nicht nur Weihnachtswörter. Es sind vielleicht viele Wörter. Ich wurde der Christstollen falsch übersetzt. Da steht auch wie. Scheiße, ich wollte Heiligabend. Nee, wir haben Stollen auch noch. Ich meinte Heiligabend. Ich meine, steht auch der Helligabend. Ich weiß auch nicht. Ja, okay, das war. Das der Harlekbaum, Rick, hast du Elden Ring gespielt? Nein, ich meine Heiligabend. Heiligabend, okay. Oh, Ricky, bist du ja ein Vanmalenia-Bosskampf? Ne? Wir müssen auch raten. Aber wirklich Heiligabend. Wer ist Ricky, der sagt, dass Heiligabend ist? Na, er meint Weihnachten. Heiligabend ist natürlich auch der Advent. Advent. Aber ich wüsste nicht immer. Das ist doch alles. Und Weihnachten ist doch nicht Heiligabend, das ergibt keinen Sinn. Wieso hat Ricky was Weihnachtliches genommen? Alles gut, Ricky, wir verstehen dich besser als die hier. Am Heiligabend, ne, da wird die Schleife, die Geschenke. Wiesel? Da wird die Schleife. Da gibt's auch ein Präsent. Präsent gibt's an Heiligabend? Ja, das sehe ich eher. Das alles. Und der berühmte Heilige Abend Chrislibär? Ja, was ist denn mit der Kerze? Ich würde ehrlich gesagt sagen, Weihnachten, Advent, Präsent. Ich denke, ich meine Heilige Familie vielleicht auch, aber Ricky ist doch nicht so, er ist doch nicht so ein Schleimer. Wollen wir erstmal Weihnachten reinballern? Ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Von allen Wörtern. Nein. Ich dachte, technisch gesehen ist ja Heiligabend natürlich nicht Weihnachten. Ja. Ricky ist also einer von denen. Ja, ich dachte nicht, dass Ricky uns hier so hängen lässt. Es tut mir leid. Weihnachten war aber auch generell für die Weihnachtsbegriffe ein sehr schlechter Überbegriff. Boah. Okay, Minenstollen. Ach, komm schon. Stollen easy. Berg. Ja. Das hat er vorhin sogar noch erklärt in Vorbereitung hier drauf. Was ist das denn? Speedrun, Junge. Das wurde ich so gemacht, komm schon. Ey, Ricky.
Ja. Wir sind easy gespawnt. Du hast vorhin letzte Runde eine ziemlich große Fresse gehabt. Ja. Morgen, wir sind bereit, ey, aber Jungs, dich da jetzt durchzubringen. Gute Arbeit mit Weihnachten, Stollen und Mine. Mine und Stollen ist aber auch wirklich gemein, dass sie zusammen sind. Gemein, dass beides also, in einer ja, genau. Ein Team und das war auch schlau von das Johnny so, irgendwie. Ja, aber das ja, war so lucky. Das war sehr nah. Das war übel schlau. Du hast da neun Begriffe, du musst doch welche zusammenfassen können. Ja, ich ja, doch. Jetzt schreibt er Jesus oder so. Ja, stimmt. Braun. Das ist der Bär, der Kaffee. Jesus. Oh, der Braten. Braun. Eine Sache, die man gerne vergisst, so ein Schwimmer. Das ist auch, ja, das ist schon. Ich meine, das stimmt. Rosa ist braun. Die Tanne ist braun. Aber rosa ist eine Farbe, ne? Passt vielleicht zu braun. Nee, Tanne ist ein eher... Ein Sieger kann auch Pulli, braun sein. Halt die Schnauze, Pulli. Fisch aber auch, also... Eine Weide auch braun. Es gibt auch braune Kerzen. Meine Wurzel ist auch braun, tatsächlich, ja. Ihr Wurzel auf jeden Fall. Die vergammelte Rübe ist auch immer braun. Habt ihr mal Animal Crossing gespielt? Braten ist braun. Bei manchen Leuten ist die Familie braun. Bei einer Tanne ist natürlich der Stamm braun, aber man würde eher sagen grün. Ne? Nee, Tanne ist zu weit hergeholt. Ich würde sagen, wollen wir den Bär direkt einlocken, weil es ein Braunbär ist? Der Braunbär ist hundertprozentig. Okay, wenn das jetzt rot ist. Okay. Ja, ich hätte jetzt auch gelacht. So witzig. Der Kaffee ist auch 100% braun. Warte, aber Ricky, wir hatten schon mal... Was hatte Ricky nochmal erzählt bei der Cola und der Farbe? Ja, nee, Cola war vorhin auch braun. Nee, dann ist der Kaffee erst recht braun. Wenn Cola braun ist, dann müssen wir mit Kaffee reingehen. Na, aber, easy. Okay. Aber er ist das Wiesel. Ich meine, die Sache ist. Wiesel ist grau. Maeve, wir müssen jetzt eine Frage stellen zwischen. Ja, Wiesel glaube ich auch nicht. Wurzel und Braten. Frage ist: Glaubst du, Ricky ist verfressen? Ja. Aber pass auf, wir können machen noch einen zusätzlichen Begriff, weil wir hatten vorhin Weihnachten. Das heißt, wir locken den Advent noch rein. Easy. Ja, easy! Easy! Morgi die Maschine. Das war so unnötig. Ja, gut. Krass. Oh, das Comeback! Ich zitter. Siehst du, Ricky? Wir haben gesagt. Am ganzen Leibe. Kannst du dich verlassen. Direkt vier Begriffe in einer Runde. Hauptsächlich auf Morgi, weil er sehr trigger-happy ist, aber in diesem Fall sehr gut. Und übrigens da nochmal ein kleiner Funfact zu Bären. Es gibt einen Hybriden, also ihr wisst, was Hybriden sind, zwischen Polar Bear, also Eisbär, und Grizzly, und die nennt man Pizzly. Naja. Ja, Eisbären haben generell auch oftmals Fell, dass er gelblich aussieht. Das ist wahr. Sind auch ein bisschen wie Pizzlys aus. Das passt dann direkt, ja. Hey, die sind wirklich nicht weiß, oder? Die sind immer gelb. Ich meine, wenn sie ganz sauber sind, ja, aber die sind nie sauber. Weißes Fell ist schwer sauber zu haben. Das habe ich im Winter, wenn es schneit und ich mit den Hunden von meiner Mutter Gassi gehe. Pinkelst du die auch mal an? Der ist ja eigentlich weiß, hat weißes Fell, der Hund. Aber wenn er rausgeht und im Schnee rumläuft, dann sieht er immer pissgelb aus gegen den Schnee. Johnny, du musst was auswählen, ne? Schnee tut ihm nicht gut. Lass ihn kochen. Ja, der Johnny lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Ich weiß nicht, wie risikofreudig ich sein will. Vertrau uns. Habt ihr Bock auf Risiko? Das geht so lange. Also ich hätte drei. Na, so lange geht das nicht. Ich würfel nicht so gut. Ich hätte bei dir schon drei. Risiko geht wirklich nur eine Stunde. Ich auch. Weihnachtsbaum. Okay, Lametta. Ach man, ich hasse Weihnachten. Was ist überhaupt Lametta? Was ist Lametta? Das ist dieses goldene Zeug, diese kleinen Fäden mäßig, die man so über den Baum... Gibt's kein Lametta? Ja, Ricky, ich glaube, wir haben verschissen. Ich kannte das Wort nicht. Tanne, Stern? Tanne, Sterne gibt und Wurzel. Sinn. Wegen Baum. Aber, morgen, aber lass einfach mal weiter. Okay, lass das mal trotzdem weiter gucken. Also, Rom, kauf keinen Fall. Schwimmer, da sind so viele Dinge, die so leicht zu Weihnachtsbaum passen. Familie, nein. Ja, also, es könnte eventuell noch Kerze sein. Es könnte Kerze sein, aber... Aber ich glaube, Stern ist eher so ein bisschen was Präsentes bei so einem... ich denke, die kriegen mindestens drei raus. Oh, Präsent kann echt sein. Nein. Ach so, weil die unterm Weihnachtsbaum liegen. Das gehört nicht zum Baum. Also es liegt unterm Baum, aber ja, okay. Ich meine, vielleicht statt Wurzel. Wollen wir sagen, Lametta, Stern, Tanne? Fangen wir mit Tanne an, also, dann locken wir rein. Also Lametta und Tanne sind safe. Ja. Ja, komm. Lametta. Machen wir. Ja! Halt die Fresse, Johnny, was? Das war wirklich Kerze. Das war das Risiko, von dem ich gesprochen habe. Das ist ein viel zu großes Risiko. Ich hätte auch instant Lametta, Stern, Tanne genommen. Das Risiko, oder was, dass wir irgendwie ein Wort blau so. Nö, ich dachte mir so, sie könnten aus Versehen auch Lametta nehmen, aber das ist eher aus Versehen? Was? Das ist das Erste, was mir einfällt beim Weihnachtsbaum. Ja, ich hätte auch Stern, Baum und Lametta genommen. Ich habe noch nie in meinem Leben Lametta benutzt, deswegen. Das merkt man. Johnny, ich hätte es gar nicht gewusst.
gewählt, weil ich nicht gewusst hätte, was das ist. Also, ja, genau. Aber das Ding ist, ich wollte eigentlich Adventskranz eingeben und da hätte man auch noch die Sachen so nehmen können. Aber dann dachte ich, das ist vielleicht unfair. Weil da wäre auch Lametta im Spiel gewesen. Echt? Aber Weihnachten ist auch ein Wort gewesen. Ja, Lametta zu dodgen war scheiße. Johnny, wieso wolltest du Advent nicht nehmen? Hättest du mal versuchen sollen. Weil Advent auch ein Wort war, was da schon mal stand. Ja, aber Weihnachten ist auch ein Wort. Du hast auch Weihnachtsbaum geschrieben. Das stimmt. Ja, aber das ist ja ein eigenes Wort. Okay, neue Runde. Also machen wir noch eine Runde. Machen wir noch eine Weihnachtsrunde. Boah, ja, ja. Pluto, geiles Wort, krank. Ist das nicht der Hund von SpongeBob? Auch, ja. Von SpongeBob. Bei Sean geht endlich TDT übrigens. Ja, ich bin gerade auf den Server gejoint. Let's go. Boah, Lametta ist wieder da. Kann jemand Weihnachtsbaum vielleicht wählen? Also ich sag ehrlich, man sollte sogar wirklich bei dieser Weihnachtsedition Weihnachtswörter vermeiden. Oder? Ja, ja, weil es ja, alles irgendwie sein kann. Also ich würde es nicht verbieten, aber es ist gefährlich halt, ne? Es hat einmal verbieten natürlich nicht, aber es ist dumm. Es hat einmal unser Team reingeschissen und euer Team besonders reingeschissen. Ach, ihr seid einfach instant auf Lametta gegangen. Ich dachte, das ist der Lametta-Incident damals, ich weiß noch. Ja. Damals. Also der gute Nikolaus, gell? Der ist ja safe ein Geschenkbringer. Das hast du gesagt? Der Nikolaus. Ja, definitiv, da gehe ich mit. Dann vielleicht noch. Vielleicht ist es nicht. Also, ich weiß, dass er eventuell versehentlich auch übernehmen könnte. Einfach aufs schwarze Wort. Ich dachte, ihr mögt Risiko. Nee, also was könnte man noch machen? Ja, ich finde das super, wenn du auf Risiko gehst. Kannst du mal aufhören, mal auf Twitter zu gucken, Sean? Geschenkbringer. Wait, habe ich meine. Oh mein Gott. Der Bringer. Wir haben ja nur zwei. Ne? Ja, aber der Bringer. Aber die Frage ist: Pass auf. Ist es so doppelwortmäßig? Also Geschenk für Päckchen und Bringer für Nikolaus? Oder ist es Geschenkbringer und der sucht wirklich zwei Leute, die Geschenke bringen? Ja, deswegen, ich dachte mir auch, ja, das ist so ein kompliziertes Wort einfach nur um Nikolaus und. Naja, Pluto, der Hund von mir. Also ich bin mir bei Nikolaus sehr sicher. Ja. Ja, ja. Okay. Halt nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Oh, das Krippe, zweite? Wegen Jesus Christus! Was? Nein, das Könige. Ist ja Quatsch. Aber Jesus. Ja, das ist doch alles damit. Jesus bringt doch nicht die Geschenke. Ich will für Lametta nein, nein, aber die bringt doch die Geschenke zur Krippe. Die drei. Das ist doch jetzt nicht ernst, oder? Bisschen schon nicht. Na, aber, ja, warte, aber was hat Krippe mit Geschenken? Weihrauch, Myrrhe und Gold. Weihrauch. Ja, aber du kannst ja gerade nicht drei heilige Könige anklicken, sondern Krippe. Ja, und was die hängt doch zwangsläufig jetzt zusammen. Ja, der Stern hat auch mit den heiligen drei Königen zu tun, weil die da hingelaufen sind. Nein, wo steht hier Stern? Steht hier Stern irgendwo? Darum geht's nicht. Ja, und es ist no way, dass Fully irgendwas mit den heiligen drei Königen meint. Wie heißen die? Balthasar? Doch, selbst wenn er die kennt, hat doch die Krippe nichts mit denen zu tun. Nur weil die da hingehen. Die heißen Cusco. Morty außerdem und... Außerdem finden Kasper, die den wahrscheinlich Melchior gar nicht mehr. Kasper, Melchior und Balthasar. Ja, außerdem Alter. Finden dann die dann finde ich sogar Tanne wahrscheinlich, ja. Oh, Fully darf keine Tipps geben. Die finden das ist die kein Tipp. Gar nicht. Melchior. Oh, Moment. Läufer. Ach nein. Ach Mann. Doch, Läufer finde ich sogar stark. Läufer? Ja, weil das... Ich überlege die ganze Zeit, warum man so ein umständliches Wort für zwei Dinger nehmen sollte, wenn es Geschenkbringer ist. Ja, wer nimmt ein umständliches Wort für zwei Dinge? Pff, ich nicht. Ja, das ist ja Schwachsinn. Ich finde Krippe wirklich clever. Weil ich werde kein umständliches Wort nehmen, okay? Da noch bin gespannt. Ja, weil die Geschenke unter der Tanne... Aber das ist doch nichts mit dem... Okay. Aber die werden da hingebracht. Nimmt einfach gut. Auf jeden Fall fürs Weil, und für den Leute. Weil den Bringer haben wir jetzt schon. Der Geschenkebringer ist ja gut. Und jetzt? Findet ihr Krippe wirklich dumm? Weil ich find's echt clever. Ich find's komplett dämlich. Ist die selbe Story? Okay, dann. Also ich find's kerndumm, aber wenn Fully das meint... Kerndumm? Oh. Ich check richtig kernig und dumm. Die Krippe irgendwie nur mit den Heiligen... Ist das die gleiche Geschichte? Ist die gleiche Geschichte? Ja, weil die Geschenke... Das ist alles die gleiche Geschichte. Ja, ich hätte halt voll an Jesus gedacht. Ein besonderer Teil der Geschichte. Die kommen daher und sagen, oh, du bist der König von... Was, ich komm doch gar nicht zur Krippe. Das ist nur so manchmal so dargestellt. Aber die kommen doch viel später, oder? Bei deiner Geburt, dachte ich. Die wissen, nee, die kommen doch so... Ah nee, er ist schon geboren, da war der Stern... Computer? Also, lass einfach Umschlag machen, oder? Man stellt also, das gerne so klar, dass die da an der Krippe stehen, aber... Also ich finde Päckchen ja dann wahrscheinlich so als Umschlag. Wieso? Oh. Weil Geschenke sind eher so ein Päckchen oder nicht, als ein Umschlag. Aber beides, aber Tanne kann auch sein. Aber Postbote gibt's dir nicht, ne? Ach, ich melde mich bei Tanne ab. Ich bin später noch an der Tanne. Wer klickt auf Päckchen? Oder Umschlag, eins von... Ja, ich bin... Hockey ist ein mutiger Drücker, der drückt. Hockey soll ich drücken bei Päckchen jetzt?
Oh, wer hat die Werks gemacht? Es war Umschlag, es war Johnny. Umschlag. Johnny tippt auf Päckchen, Johnny. Okay, Maeve. Na gut. Wir sind ja ein Gehirn, ne? Es wird so eine Grippe sein. Wir haben einen Magen und einen Nächste Kopf. Nächste Runde Umschlag. Ja trotzdem noch sein. Wo ist der Magen? Gerichtsverhandlung. Frohe Weihnachten, meine Freunde! Urteil. Urteil finde ich gut, ja. Das Wort für zwei Wörter. Gerichtsstreit. Sag doch, ich würde kein umständliches Tisch. Nehmen. Die Gerichtsgrippe. Die Steuer, ich habe Gerichtsverhandlung wegen meiner Steuer oder so, weißt du? Also, wenn du so sehr die Steuer verschissst, dass das schon vor Gericht musst, Rick, ja, mach ich mir Sorgen. Umschlag, weil du zur Gerichtsverhandlung eingeladen wirst. Ist so ein Gerichtssaal mit Lametta geschmückt? Nehmen wir erstmal Urteil. Also in Bayern hängt da bestimmt auch ein Kreuz. 100 pro Urteil. Ja, drückt auf. Okay. Gut. Yes. So, und jetzt tatsächlich Streit finde ich gar nicht doof. Streit. Umschlag ist sauschlau. Oder Tisch, hätte ich jetzt gesagt, wegen Krippe. Findet hier an Tischen statt. Wieso sollte er bei Gericht, wenn er Tisch und Urteil haben möchte? Du hast gesagt, Gericht ist Urteil und Verhandlung ist Streit. Du hast Kraft recht. Zum Beispiel auch, die ausübende Kraft. Ja. Ja, du hast recht. Ja. Lass mal so stehen. Ja. Stark. Stark. Wenn Pulli jetzt Balthasar schreibt, dann will er dann will ich von euch Entschuldigung. Verarschen, wenn der, dann nehme ich ja trotzdem nicht Grippe, wenn er Balthasar schreibt. Wieso? Das nimmt er nämlich Steuer. Das will nicht zusammenhängen. Der Balthasar hat nämlich 3,6 Millionen Euro Steuerschulden. Bonusgeld. Steuer. Okay. Bonusgeld, was ist das für ein Begriff? Finde ich ziemlich gut. Ich glaube, er macht die ganze Zeit so umständliche Sachen, obwohl er nur zwei Dinge kombinieren will. Es ist Umschlag. Ein bisschen schwierig bei mir, okay? Umschlag, also ich habe so viele Probleme, ja? Ich glaube, also ja, ich, deswegen überlege ich mir würdest du dem zustimmen, Moggy? Ist das schwierig bei ihm? Aber es kann nicht so. Ich weiß nicht, ich glaube bei mir selber, ich schaue die Wörter alle an und das ergibt keinen Sinn. Ja, ich krieg nichts zusammen. Ja. Ich fühle dich. Die sind da so gut aufgeteilt. Ich hab nicht mal wirklich gesehen, was Fulli alles hat. Bonusgeld. Aber ist schon okay. Wirklich Steuer, oder? Bonusgeld. Bonusrunde. Das ist so ein komisches. Es muss eigentlich Umschlag sein. Warum? Und das würde auch bis zur letzten Runde nochmal passen. Finde ich auch. Ja, letzte Runde war ich auch für Umschlag. Aber. Weißt du, bekommst ja diesen Lohn in einem Umschlag. Das war jetzt Double-Umschlag quasi. Aber ihr habt ihr sonst noch einen Vorschlag? Also Braten ist nicht, alle Familie auch nicht, Diele auch nicht, Gut auch nicht. Ja, also Hand vielleicht nicht Weihnachten, weil man da so, es gibt ja Weihnachtsgeld. Ja, wegen Weihnachtsgeld, das kann sein. Aber das ist doch alles. Warum haben wir überhaupt Begriff für Advent und Weihnachten? Ja, das sind halt doofe Begriffe. Das könnte natürlich meinen und deswegen würde es ihm vielleicht auch schwer fallen, weil es eben Weihnachten ist. Aber ich glaube nicht, dass er trotzdem ein Bonusgeld hinschreiben würde, wenn er Weihnachtsgeld meint, um ehrlich zu sein. Wisst ihr, was man vom Bonusgeld kaufen könnte? Lametta. Anhänger. soll ich Lametta? Also, ich finde Steuer. Also ich kaufe vom Bonusgeld immer Karotten. Also, Bonusgeld, da finde ich Umschlag sehr clever. Ich finde Steuer. Ja, lass die kommt einen Lohnzettel in einem Umschlag und da ist dann das Bonusgeld drin. Ja, see, easy. Let's go. Okay. Und so, aber glaub, wisst ihr, wo Krippe ich mein Bonusgeld immer verstecke? Unter der Diele. Wirklich, sie sind hier unter den Bodenbrettern. Das ist gar nicht mal doof, Regine. Ja, ja. Ich meine, gut könnte halt wirklich sein. Weil ich meine, ist, nein, ich ist gut. Halt gut. Ja. Das ist so dumm. Das wird er nie im Leben machen. Er schreibt doch nicht gut bei Bonusgeld. Also, wir haben Umschlag und gut. Das Bonusgeld. Also, ich sage euch ganz ehrlich, ich finde Weihnachten am wahrscheinlichsten. Weil, also, steuert man, verliert doch. Also. Ja, das verstehe ich auch nicht. Johnny, das musst du uns mal erklären. Was hat Mama verliert? Moment. Was hat's damit zu tun? Bei Umschlag und Weihnachten, um das zusammenzufassen, könnte man ja auch einfach hier Grußkarte oder wie das heißt. Hier so eine, ne? Ja, aber vielleicht ja ist auch true. Ich glaube, da gibt es bessere. Ich hasse das Wörter, so sehr. Ich schaue meine Wörter alle an. Ich krieg nichts zusammen. Wie heißt das nochmal, diese Weihnachtspost? Das können wir ich krieg sagen. Nichts zusammen. Grußkarte. Ja, du hast recht. Da gibt es echt bessere Wörter. Wenn du dir die Wörter anschaust, aber vielleicht sind nicht drauf gekommen, weißt du? Ja, aber das passt nichts. Wir haben doch bisher nichts mit Geld angeklickt. Wir haben Umschlag angeklickt, aber das Geld ist in der Steuer drin. Das ist das einzige Wort, was ich mit Geld verbinde. Aber Bonusgeld? Hier. Stimmt, was hat sonst mit was mit Geld nicht zu tun? Nichts hat hier mehr mit Geld zu tun. Das ist eine Frage der Perspektive. Deswegen kommt man da hin. Aber Bonus? Also, ja, aber Bonusgeld bei Steuer? Über Weihnachten mit Geld irgendwie reden. Okay, aber Johnny, du musst mal so sehen. Wenn er das Wort Bonusgeld machen will, warum dann Steuer und Umschlag? Also, was hat es denn mit Bonus zu tun? Ist Geld okay, aber Bonusgeld? Nee, oh das Gott. Stimmt. Aber wenn man den Bonus mein Gott. Umschlag kriegt, ich das Gefühl, Umschlag war nur Zufall. Ich hab was vor. Aber Oh Gott.
Aber ja, ich will Steuer machen. Noch nicht ausreden. Wir können gerne Steuer machen, weil Weihnachten einzige... sehe ich schon auch, aber... Ich ja. bin, glaube ich, eher bei Weihnachten. Johnny, ich finde es so wild, da direkt an Geld zu denken bei Weihnachten. Nein, tun wir nicht. Wir denken an Weihnachtsgeld. Ich denke an Liebe. Meine ich doch. Wieso sollte ich direkt, weil er Weihnachten machen will, an Geld denken? Wegen Bonusgeld. Hä? Man, Johnny hat noch nie in seinem Leben gearbeitet. Man bekommt, er sieht die Wörter Weihnachten und er sieht doch die roten Wörter. Wenn er Weihnachten und Umschlag sieht, denkt er halt an Weihnachtsgeld. Ich finde das komplett logisch. Nee, ich denke da nicht an Weihnachtsgeld, aber okay. Ja, du nicht, ja und, aber hä? Okay, ja, ich sehe es ja auch ein bisschen. Ich verstehe das mit dem Geldaspekt einfach nicht. Ich würde aber trotzdem, muss ich auch sagen. Aber man bekommt doch, also du weißt, worauf wir hinaus wollen. Wollt ihr vielleicht ja, irgendwann mal was auswählen? Grußkarte oder wie das heißt. Oh, du darfst das Wort nicht vergessen, ne? Schreib's dir ne, auf. Ne, ich versuch's. Nee, es ist echt clever. Ich denke, es ist echt clever, Mate. Steuer statt Weihnachten. Ich bin sehr stolz drauf, tatsächlich. Ja, okay, dann macht Steuer. Ey, Hockey denkt sowieso eher an Steuer als an Weihnachten. Was ist das denn jetzt für ein Heuchler? Ja, er macht gerade ein bisschen Backstab, aber... Nein, ich wollte dich nur verteidigen, weil Johnny sagt, Weihnachten ist Bullshit, aber es ist halt nicht. Aber sag ich gar nicht, ich habe gesagt, Weihnachten finde ich auch okay. Ich check noch nicht, wieso man direkt an Geld denkt. Wustern ist schon besser. Halte doch mal die Fresse jetzt. Ja, drück Steuer, komm. Ist besser, wir müssen uns ja entscheiden. Ja, okay, Johnny, dann drück. Ich drück gar nichts mehr, ich habe das schon einmal verstanden. Doch, mach jetzt. Wir wollen weitermachen. Komm, Moggy will dein Wort hinschreiben. Okay. Danke, geil, Sean, gut gemacht, Sean. Okay. Weihnachten gibt es erstmal eine Steuerrückzahlung. Ja. Aber ja, also, falls es jetzt wirklich Steuer war, dann check ich Bonusgeld nicht. Weil wir machen Raten beenden, oder? Ja, wir brauchen die Steuer um Umschlag. Oder jetzt einfach Weihnachten. Einfach als Rechnung zusammenfassen oder so. Okay. Oh, mächtig. Ne, also man könnte jetzt, es stimmt, man könnte okay. Steuer und Umschlag sehr leicht zusammenfassen. Oh. Okay, Freunde. Bulli, was sagst du? Zwei. Das ist aber gut. Familienmitglieder? Anhänger. Wo bist du denn sonst? Ich glaube, Anhänger ist eher so das vom Auto gemeint. Oder was man vielleicht an Weihnachtsbaum hängen kann. Aber tatsächlich was anderes fällt mir da nicht ein, weil du kannst Krippe, hat keine Mitglieder. Ja. Du klickst Familie an, ich klick Anhänger an. Gut. Jawohl! Oh! Scheiße. Und jetzt sitze ich wieder 100 Tage. Seht ihr, deswegen war ich so stolz darauf. Ich dachte mir, das ist so clever. Das ist wirklich clever, gell? Wörter, du machst das. Lügster Mensch der Welt, ist unglaublich. Ich hab nur bei meinen anderen vier... da stehe ich ein bisschen wie Fully da. Aber gerade. Wir haben Meta gut. Das heißt, du kannst auch einzelne Wörter... Ja, mach ruhig. Jungs, wir haben bei zwei Wörter. Nee. Bei was? Du hast nein, ich hab's! Bulli, ich hab's! Oh mein Gott! Schreib's dir auf, Morgi, das vergisst du, die brauchen jetzt hier 10 Minuten. Ja, schreib's dir auf, das dauert immer ein paar Minuten. Okay, ich schreib's mir auf. Ich schreib's einfach Johnny. Schreib's also mir. Weihnachten. Schreib's mir, Morgi. Nee, ich hab's geschrieben. Festtagsschmuck. Okay, Lametta. Stollen. Das ist so übelst stark. Ey, wenn es Lametta jetzt wieder das schwarze Wort. Junge, PTSD, na gut, okay. Und dann was noch? Ja, jetzt Weihnachten natürlich, weil es hat ja nicht alles hier mit Weihnachten zu tun. Ja, ich denke auch Weihnachten. Vielleicht Tanne, weil man es da dran macht. Ja, das habe ich auch eben schon gehabt. Dann habt ihr Lametta genommen, ich war dumm. Ja, warst du. Also so oder so, wir brauchen jetzt die Dank. Einfach nur. Also, Jungs. Auch, ja. Kopf in den Nacken oder wir nehmen auch schon mal Lametta, oder? Weil das yeah. Lametta muss. Muss. Das muss, diesmal echt. Endlich, ja. Okay. Okay. Krippe. Ich hab euch damit davor schon empfohlen, mehrmals. Warte, warum habt ihr jetzt beide wieder Krippe? Festtagsschmuck. Naja, es steht ja bei so einem Christbaum rum. Wir so eine schmücken Krippe. Halt so eine Krippe auch auf. Echt? Ist das oder wir haben als Schmuck haben wir eine Krippe. Ja, die kleinen, kleinen Figuren und sowas. Oh, meint zu Fell? Hast du nicht Mr. Bean gesehen? Ich hab keine Krippe bei mir. Dass ihr gar nicht an die Weihnachtsmütze denkt, die man auf den Kopf trägt. Als Schmuck oder was? Als Schmuck. Ich glaube, er könnte mit Festtagsschmuck auch... Melf schmückt sich einfach selber, wenn er mit Festtagsschmuck auch denkt. Ist doch logisch. Man hat ja auch Tisch, weil man den ja festgeschmückt... Meinst du, Melf, dass es auch so Ohrringe sein könnten und so, wenn man Festtagsschmuck schreibt? Ich habe legit nur so Sachen, die man in die Wohnung stellt. Mann, ich meine eine Weihnachtsmütze oder so. Ist doch auch ein Festtagsschmuck. Ja, lass Krippe machen. Also, ja, aber ich beziehe das gar nicht könnte auf könnte er mit Festtagsschmuck auch Adventskerzen meinen? Ja, klar, habe ich schon angewählt. Definitiv. Beziehungsweise generell Festtagsschmuck für Advent finde ich gut. Findet ihr fuck! So. Das war Weihnachten, Gott sei Dank. Das war eindeutig. Ja, Weihnachten musste es ja schon. Er hat zweimal schon was mit Weihnachten. So viel über Weihnachten. Ja. Schon, ihr wolltet partout nie Weihnachten wählen.
Ja, ja, eben das ist ich für Weihnachten gekämpft. Du ja oft Weihnachten schreiben wolltest. Ich habe für warum Weihnachten haben wir denn bei gekämpft. Geschenkbringer nicht Weihnachten genommen? War ich dagegen? Ja, oder bei Bonusgeld. Ihr wart auch dagegen. Was generell immer gegen Weihnachten? Ja, ihr wart dauernd gegen Weihnachten. Auch bei, ey, bei Bonusgeld, wir wollten Weihnachten nehmen. Nein, Weihnachten, ich habe für Weihnachten gekämpft. Ich finde Umschlag und Weihnachten Bonusgeld zu nennen immer noch. Warte, mit Bonusgeld hat Fully nicht Umschlag und Steuer gemeint? Nein, warum denn auch? Was? Das sieht mir auch sehr sinnig zu sein. Wegen Weihnachten und Steuer? Hä? Warum schickt ihr es nicht schon? Ich blick's nicht. Ja, ja, weißt du, so das sind die selbstständigen YouTuber, die das nicht wissen, dass man das bekommt, doch, scheinbar. Doch, aber man denkt doch nicht an Weihnachtsgeld, nur weil da Weihnachten und Umschlag steht. Doch, warum nicht? Ich denke an Weihnachtsgeld. Wieso denkst du bei Umschlag nur an Geld? Das begreife ich nicht. Weil wir Kapitalisten sind. Egal, wollt ihr was einloggen noch? Ja, was sollen wir noch als Ritz machen? Sobald du einen Brief im Briefkasten hast, wollen die Leute Geld. Ich glaube, Fully meint Tanne mit. Okay, ich verstehe deine Assoziation komplett. Oh ja, natürlich. Aber ich würde das. So, jetzt passt mal auf, Freunde. Jetzt passt mal auf. Ich hab noch einen Hammer auf Lager. Ja, vier Wörter jetzt. Es war doch. Nee, aber kaum. Nein, das ist so klug. Und der Tisch. Das ist so klug. Ja, das ist stark. Tisch, ja. An dem Punkt haben wir auch keine Chance. Also, der Typ ist zu clever für uns. Oh! Alter! So oh! So, warte mal, und jetzt wollen wir nochmal einen random einfach nehmen? Ja. Nein, auf gar keinen Fall. Wie schnell er auf Radband gedrückt hat. Beine. Beine. Also, Leute, ich glaube, auf dem Punkt, Fully hat immer irgendwas mit Weihnachten gemacht. Wir müssen einfach Krippe, Advent, Stollen. Aber das ist doch, das ganze Game hat ja solche Wörter. Deswegen ist es gefährlich. Bei Festtagsschmuck war nicht Tan, aber auch sehr eindeutig, weil das ist ja genau das, was man schmeckt. Ja, aber okay. Auch. Hast du jetzt obwohl Tanne jetzt weg ist. Jetzt kommt Pflanze. Karotte vielleicht? Kannst du mich gleich nochmal fragen. Weißt du, was Karotte ist safe. Also Blume ist safe. Warte mal, Braten ist kein. Ja, okay, okay. Oh Gott, ihr seid ja verrückt. Sollen wir noch. Soll ich Griffe? Nee, aber Advent würde ich noch. Wir haben noch irgendwas Drittes vom Festtagsschmuck. Denkt ihr, Blume und Karotte meint ja safe den Festtagsschmuck, oder? Advent dachte ich bei. Aber ach, ich so, meinst auch... du, er meinte Blume oder Karotte bei Festerschmuck? Nein, das glaube ich eben nicht. Das glaube ich genau. Nicht. Das heißt, da ist noch was übrig. Ja. Vielleicht Stein. Die Frage ist halt, ob Morg jetzt mit einem Feuer beenden kann. Ich hätte auch Advent jetzt gefühlt. Seid ihr nicht mehr so die Krippenfühler? Warte, stopp. Wie viele haben wir noch übrig? zwei. Ja, das heißt, wir können das hier nicht machen. Weil wir können das ja nicht beenden. Und Fully zwei bestimmt noch kombiniert. Jetzt habt ihr schon eigentlich mal überredet, die Krippen sind mindestens irgendwie nicht. Nee, Fully bekommt safe noch zwei kombiniert, aber Morgi halt jetzt auch. Ich war gegen. Nein, okay, Leute. Ja, Fully, kriegst du safe kombiniert. Okay, nein, Leute, hört mir zu. Morgi ist ein Geisteskranker. Ich sehe da kein Problem. Ja, Morgi ist ein Geisteskranker. Morgi ist krank, er schafft jetzt ein perfektes Wort. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich zwei machen und genau. Gewinnen. Ich wäre für Advent und Krippe jetzt. Wir können nur eins machen. Wir können leider nur eins. Wir können nur eins. Deswegen lasst das mal nicht machen. Was haltet ihr bei für Festtagsschmuck realistischer? Krippe oder Advent? Jetzt mal. Aber wir brauchen jetzt keins wählen, weil wir beenden die Runde ja eh nicht damit. Also können wir noch eine warten. Aber Fully hat es dann leichter. Wir können keine eine mehr warten. Das stimmt. Vielleicht versagen wir ja und nehmen das falsch. Fully wird keine zwei Begriffe zusammenbekommen. Morgi macht safe die nächste Runde zu Ende. Ja, ja, ich wage nicht gewinnen. Diese Runde nicht nein! Zu Ende. Yes! 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 Oh shit. Hey Hockey, wir hätten es doch gar nicht schaffen können in der Runde. Du verstehst nicht, was ich meine. Ist egal. Doch, das Hockey, das Morgi jetzt fertig macht, meinst du? Denk ruhig schon mal drüber nach. Ich meinte, wir müssen eins tippen. Oh nein. Nein, müssen wir nicht, weil wir doch eh nicht mehr hätten können. Nein, jetzt ist es Krippe, es ist wirklich Krippe. Wieso mussten wir eins tippen? Kraft, wegen Ricky, Minecraft? Mich verarschen. Das war aber stark mit Minecraft. Pluto. Fully hatte Diele und Pluto. Wie soll die Scheiße zusammenbekommen? Schaut euch mal generell die Wörter, die waren so scheiße zum Krippe war die ganze Zeit ein neutrales Wort. Ist ja witzig. Ihr wart so auf die Krippe fokussiert. Dass ihr, das Weihnachten und. Dass ich Advent hatte und ihr Weihnachten. Das hat mich auch ein bisschen gestört. Ja, das ist schrecklich. Ihr habt jedes Mal irgendeine Begründung gefunden, die scheiß Krippe zu nehmen. Nein, ich war da komplett gegen die ganze Zeit. Ich weiß aber Hockey da. Oh, ich finde das krass, ich finde das krass. Ja, wegen Balthasar. Balthasar. Ich möchte anmerken, ich hatte ein paar sehr starke Begriffe. Ich denke, der läuft. Ja.
Nee, warte, nicht Läufer, sondern was soll ich da eingeben? Ach, keine. Doch, Beine. Beine bei Läufern, ja, Tisch, Beine. Ja, Beine. Ich hätte übrigens gehofft, dass sie vielleicht bei Festtagsschmuck noch an die Fensterdiele denkt, aber das war ein Gamble. Ich habe mir dann gedacht, wenn eine Krippe wählt, endgültig, das ist neutral. Also, wer hat überhaupt gut? Mit Advent an? Ja, warum ist der überhaupt gut als Wort dabei? Das heißt, das Problem ist, wir mussten jetzt unbedingt noch eins tippen, weil ansonsten... Nein, hör auf, das zu sagen! Moggy hätte... Du checkst es nur nicht. Moggy hätte jetzt... Okay, stell dir vor, wer ist nicht getippt. Ich hatte absolut keine Ahnung, wie ich Stollen und Advent zusammenbringen soll, aber red weiter. Hättet ihr nichts getippt, dann hätte Moggy die kombinieren müssen. Ja, genau. Ich hatte keine Ahnung, ich habe so darauf gepokert, dass sie Advent wählt. Ja, scheiße. Wenn wir richtig getippt hätten, hätten wir trotzdem nicht gewonnen und Moggy wäre dran gewesen. Also es macht gar keinen Sinn, Hockey. Ja, aber wir hätten es doch für Fully viel leichter gemacht, hätten wir noch eins getippt. Aber ich weiß doch nicht, ob er die zwei Wörter einfach kombinieren kann oder nicht. Okay, es ist völlig egal, weil wir konnten gar nicht beenden in der Runde. Also können wir auch noch eine warten und hoffen, dass Mori verkackt. Ja, du verstehst. Ja, okay. Wir hatten keine Wahl. Doch, ich verstehe es, aber du laberst Scheiße. Das, meine lieben Freunde, war eine wunderschöne Runde von Code. Ja, ist doch schön weihnachtlich hier. Team sein, glaube ich. Das war ja schrecklich. Frohe Weihnachten. Ich habe übrigens auch überlegt, ob ich aus Familie und Streit noch weihnachtliche Kombination finde. Ach so, war jetzt eigentlich mit Bonusgeld Weihnachten und Steuer, ja, oder? Ja. Okay. Danke, Umschlag war der Bringer, by the way, ja. Der Geschenkbringer. Ah. Das war meine Idee. Ah. Okay. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.